Sie haben trotz Schmerzen ihr Bestes gegeben. Janine Ullmann, 40, überzeugte in der 7. Let's Dance-Folge alle mit ihrer tollen Leistung. Für ihren Charleston mit dem Profitänzer Zolt Sandor Cecke, 34, erhielt die Moderatorin die vollen 30 Punkte. Doch nicht nur das. Sogar der strengste Juror Joachim Jambi, 57, erhob sich, zum ersten Mal in dieser Staffel, von seinem Sitz und belohnte Janine mit Standing Ovations. Doch zunächst sah es gar nicht danach aus, als könnte sie diese Leistung erbringen. Janine und auch Zolt verletzten sich beim Training an den Rippen. Wir hatten eine ein bisschen spannende Woche, erklärte Janine im RTL-Interview nach der Show. Die beiden hätten sich an den Rippen verletzt, deshalb konnten wir manche Hebefiguren nicht so richtig proben, deswegen sind wir hier auf volles Risiko gegangen. Trotz ihrer Schmerzen hätten sie aber gekämpft und es geschafft. Ihre ganze Energie aufs Parkett zu bringen. Das war volle Power, stellte Zolt klar. Für seine Freundin Malika Tschumev und ihren prominenten Schützling Timo Ölker 32 hingegen war die Reise nach dieser Folge vorbei. Wir sind sehr traurig, wir haben natürlich mit ihnen mitgefiebert, erklärte Janine. Zolt und Malika würden sich aber immer gegenseitig unterstützen und aufbauen.